Walchsee, Tirol. Bühne frei für mehr Bewegung. 52 sportbegeisterte Kinder im gemeinsamen Training mit Biathlon-Weltmeisterin Lisa Hauser. Da ist eine Straße abgesperrt worden, damit da halt, das Training stattfinden kann. Es sind so viele Leute dabei, es sind die Eltern zuschauen. Und das ist einfach echt richtig cool. Und ich hoffe, die Kinder haben eine Freude damit. Der Hintergrund? Der Langlaufclub Walchsee sucht im Zuge der Beweg-Dich-Kampagne nicht nur um finanzielle, sondern auch um personelle Unterstützung für dessen Nachwuchs an. Der Wunsch? Ein gemeinsames Trockentraining mit Lisa Hauser, die, nachdem sie von der Anfrage erfährt, sofort zusagt. Ja, spitze. Also wenn wir das gehört haben und wir die Kinder das, wir haben das bei WhatsApp-Gruppen ausgebracht und wir dir das gehört haben, super Sache, sie sind alle dabei. Und diese Bewegung, die ist wirklich, die hat wirklich bewegt im Wuchs. Ja, man sieht, die Kinder bewegen sich irrsinnig gern und das Ganze gehört gefördert und das ist sehr wichtig. Mir taugt das halt irrsinnig, damit die Kinder ein bisschen immer dumm spielen mit den Ballen, ein bisschen wettkampfmäßig gegeneinander so Staffelläufe zu machen. Und der Spaß ist da im Vordergrund und die Kinder haben irrsinnig viel Freude und ja, mir taugt es auch. Mitten in einem Siedlungsgebiet führt Lisa bei insgesamt 6 verschiedenen Bewegungsstationen vor und die Kids machen es ihr nach. Trotzdem ist sie immer greifbar für jeden. Ich komm gleich. Was? Fazit: Der Langlaufclub Walchsee bewegt zukünftige und aktuelle Weltmeister. Ich bin wirklich jetzt fast an Anfang fast gekommen, dass so ein Auflauf da ist, so viele Kinder da sind, so viele Leute da sind. Taugt mir irrsinnig, muss ich sagen. Aber ich muss jetzt wieder weiter, weil die Kinder bewegen sich schon wieder.